Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier wieder bei Frejas Orakel und Wegweiser. Ja, ich schneide mal rein hier mit der Wochenendbotschaft fürs Wochenende. Und ich habe hier schon eine ganz gespannte Situation. Also hier könnte es mal wieder um die Liebe gehen am Wochenende, dass ja auch was ins Gleichgewicht kommt, ne? Also das will ich schon mal vorab dazu sagen. Denkt bitte noch an mein Gewinnspiel hier, an meine Gewinnaktion. Bis zum 14. Februar, also bis zum Tag der Liebe, bis zum Valentinstag. Wenn ihr hier unter meinen Tagesorakeln, Wochenorakeln, Wochenendorakeln drunter kommentiert das Wort Liebe, dann kommt ihr hier automatisch mit in den Lostopf rein und ich ziehe dann am Valentinstag jemand aus dem Lostopf und diese Person gewinnt dann hier eine persönliche Liebesnachricht von seinem Gegen- oder ihrem Gegenüber. Genau. Ja, und ihr habt ja letztens bei meinem Seelenpartner-Orakel hier einen Schmetterling gesehen. Ne? Also da hat sich ja ein Schmetterling gezeigt. Und der Schmetterling, der steht natürlich auch für eine Transformation, für eine Wiedergeburt, dass man sich von einer Raupe in einen Schmetterling verwandelt und auch für mehr Leichtigkeit im Leben. Also das ist jetzt wichtig hier für euch. Ja, also ihr seht ja, die Zeichen des Universums sind hier überall. Ne? So. Um was geht's hier am Wochenende? Also was kommt am Wochenende hier auf uns zu? Ne? Ich muss das mal hier richtig einstellen. Irgendwie sieht das so schief hier aus. Ich weiß auch nicht. So, jetzt. Also am Wochenende geht's einmal darum, da geht's einmal darum, um das Selbstwertgefühl hier. Ne? Also vielleicht um dein eigenes Selbstwertgefühl. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Also du sollst hier ein bisschen mehr auf dein Selbstwertgefühl achten und dir auch viel, viel mehr vertrauen und alles. Und dann könnte es auch hier um schwere Zeiten gehen. Vielleicht ist es so, dass du gerade schwere Zeiten durchmachst in deinem Leben, ne? Und du sollst diese Schwierigkeiten akzeptieren, diese schweren Zeiten, ne? Und du sollst auch daraus etwas lernen. Ja, also wenn jetzt schwere Zeiten in dein Leben kommen oder sind ja gerade so am Wochenende, dann sollst du auch einiges daraus lernen. Es könnte auch um Klatsch gehen am Wochenende. Schau nach innen und richte ein liebevolles Licht auf alles Leid, das du noch festhältst. Vielleicht redet über jemand über dich irgendwie in der Öffentlichkeit oder eine Person, die tut vielleicht irgendwas Schlechtes über dich erzählen. Lass die Person einfach machen, ja, weil die Person, die schlecht über dich redet, das hat immer mit der Person selber was zu tun. Vielleicht ist die Person ganz einfach neidisch auf dich, ne? Du sollst aber hier auf dich selber achten, ne? Dass es dir gut geht und das ist wichtig. Und dann ist am Wochenende noch die Wichtigtuerei. Also da kommen wir jetzt rein, es gibt bestimmte Personen in deinem Umkreis, die hier gerne mal über dich lästert, ne? Die hier Unwahrheiten oder irgendwas über dich verbreitet, die dir so ein bisschen wichtig tut. Und vielleicht ist es am Wochenende so, dass es solche Menschen gibt. Und ja, du bist aber aufgefordert, dich selbst bedingungslos auch zu lieben, ne? Lass die Leute reden. Lass die Leute reden. Da kommt mir gerade das Lied da irgendwie rein, ne? Ja, also das ist jetzt wichtig hier am Wochenende. Dann geht's am Wochenende auch um die Kommunikation. Das kann die Kommunikation mit dir selbst sein oder auch mit anderen. Dass man hier weise miteinander kommuniziert, ne? Dass man vielleicht auch auf einer höheren Ebene kommuniziert. Dass man hier auch mit der Kenas ist auch immer so der Spiegel, das innere Feuer, ne? Also, das bist du und das ist die andere Person, ne? Manchmal spiegelt sich aber auch vieles. Und du sollst ja auf auf dein inneres Feuer hier mal achten. Du sollst deinen Inneren mal mehr Aufmerksamkeit geben hier am Wochenende. Und alles, was dir vielleicht von außen gespiegelt wird oder getriggert wird, davon trägst immer du einen Teil selbst mit in dir, ne? Und dieser möchte gern gelöst werden. Dann geht's am Wochenende hier um die Chance auf eine Klärung oder auf mehr Klarheit in dein Leben, ne, mit dem Ass. Hier kann auch was erfolgreich werden und zwar so erfolgreich, dass man das Ganze auch hier feiern könnte. Ne, die ganze Welt liegt dir zu Füßen, aber auch hier mit deinen Lasten, die du hier trägst, mit den Zehen der Stäbe, mit diesen Lasten. Ich finde das Bild übrigens total cool, gell? In meinem eigenen Tarot hier. Also du sollst diese Lasten
Also mir kommt jetzt wirklich so ein Bild rein, dieser Magier, der tut hier diese Lasten von dir nehmen. Ja, du bist dein eigener Magier. Du bist dafür verantwortlich, deine eigenen Lasten auch hier zu lösen oder auch dich hier von deinen eigenen Lasten zu befreien, ne? Damit du hier wieder die stabile Sicherheit wieder hast und in deiner Herrscherkraft auch bist, ne? Das ist fürs Wochenende auch wichtig. Und mir kommt jetzt wirklich so eine Situation rein, du wartest hier mit den 7 der Schwerter, da will man ja der Frau die Tasche stehlen. Also du wurdest verraten, du wurdest vielleicht beklaut, du wurdest enttäuscht von einer Person. Ne? Das war so die Vergangenheit. Und jetzt kommt mit dem Ass der Kelche eine Chance auf die Liebe in dein Leben. Also am Wochenende haben hier einige Menschen eine Chance auf die wirklich ja, tolle Liebe. Ne? Der Mensch kann schon in dein Leben sein oder kommt vielleicht jetzt am Wochenende in dein Leben. Und da geht es um den König der Kelche. Ne? Dieser Mensch ist total im Gefühl. Der trägt sein Herz auf der Zunge. Der trägt sein Herz im Kelch. Also dieser König, der kann dir ja auch gefühlsmäßig was geben. Ne, was überreichen. Und so ein König kommt am Wochenende auf dich zu oder ist in dein Leben und wird wichtig für dich am Wochenende. Und da geht es darum, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten mit dem 5 der Stäbe. Ne? Nicht gegeneinander, nicht immer so ein Konkurrenzverhalten, ich bin besser, nee, ich bin besser und sowas, sondern dass man wirklich gemeinsam auf diese Leiter hochsteigt, ne? Dass man gemeinsam an etwas arbeitet. Dass man hier gemeinsam auch etwas säen tut und dann natürlich auch hier mit den Münzen ernten tut. Ne? Dabei muss es nicht immer ums Berufliche, ums Geld gehen. Es kann natürlich hier auch um das Berufliche gehen, dass dir irgendjemand was gestohlen hat, ne? Vielleicht irgendeine Show gestohlen hat. Und ja, und jetzt kommst du wieder in dein volles Gefühl, hast die Chance darauf, auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, ne, was besser zu machen, Wachstum reinzubringen hier, ne, und dann mit der Königin der Münzen die volle Stabilität zu erreichen. Ne? Aber wenn es jetzt am Wochenende um die Liebe geht, dann könnte es wirklich darum gehen, dass man als, ja, dass man hier zusammen an etwas arbeitet, damit das auch wachsen kann. Ja, damit hier Wachstum reinkommt, ne? Und damit man mit der Königin der Kelche auch die volle Stabilität und Sicherheit hier im Leben hat, gerade auch vielleicht in dieser Verbindung. Und diese Königin der Stäbe, das könntest jetzt auch du sein, ja? Dass du dann einfach so, ja, ich hab's geschafft, ja? Wenn es jetzt ums Berufliche geht, ich hab's einfach geschafft. Ich bin in der finanziellen Freiheit, ich bin in einer finanziellen Sicherheit, ne? Das ist so am Wochenende vielleicht im beruflichen Sinne, wenn jemand auf den Beruf guckt und wenn jetzt jemand auf den König der Kelche guckt, ne, dann geht es um diesen Menschen, ne, um den König der Kelche, dass man, ja, man grinst hier, man freut sich, ne, dass man endlich die Sicherheit so erreicht hat, ne, vielleicht in einer Verbindung. So, dann geht es noch hier in der Tiefe mit dem Lennemoor. Darum übrigens, meine Kartendecks findet ihr in der Infobox. Hier, die volle Freude. Man ist glücklich am Wochenende und entscheidet sich für ein Treffen. Ne? Und ja, hier mangelt es noch so ein bisschen an der Kommunikation. Ne? Man hat auch noch Ängste, dass hier was beendet werden könnte, dass hier übelste Blockaden noch sind, Gedankenkarussell, einfach hier, dass man sich wie im Labyrinth fühlt und nicht weiterkommt in einer Sache oder dass der Fuchs da drinne steckt. Ne? Vielleicht hat man auch Angst, dass man hier enttäuscht wird bei diesem Treffen. Ne? Aber wir haben jetzt hier das kleine Glück mit da drinne gesehen. Ne? Und das Treffen, das scheint wirklich gut auszugehen oder besser gesagt, sehr, sehr gut zu werden. Wir haben hier den Kompass, die Neuausrichtung, ne? Und hier ist der Reiter. Man hat eine Neuausrichtung gemacht und jetzt kommt entweder jemand hier mit positiven Nachrichten zu dir nach Hause, um dir die Entscheidung zu überbringen, dass man sich hier für dich entscheidet, für die Liebe für dich. Oder es kommt generell jemand zu dir nach Hause, vielleicht wollt ihr euch ja treffen, ne? Vielleicht der König der Kelche kommt vielleicht zu dir nach Hause oder in die Gegend und ja, man entscheidet sich einfach hier wirklich für die Liebe, ne? Dass man hier wirklich die Liebe jetzt leben tut, ne? Also das ist
Das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt jemand zu dir oder positive Nachrichten erreichen dich zu Hause, ne, von einer Person, die sich für die Liebe und für dich entscheidet, ne? Also das sieht schon mal richtig super aus hier am Wochenende. So, dann haben wir noch die Extrabotschaften. Und da machen wir jetzt einmal hier, jetzt muss ich mal gucken, das ist das schamanische Traumorakel, ne? Die Energiekarten sind das hier. Und mit dieser Energiekarte will man sagen, viele Masken, das authentische Selbst. Also wir kommen jetzt wirklich damit rein, dass man hier noch viele, viele Masken mit sich rumträgt, von denen man sich mal befreien soll. Ja, sei authentisch, wie du bist. Du brauchst keine Maske. Ne? Denn die Menschen, die dich so nehmen, wie du bist, die Menschen, die gehören in dein Leben. Und die Menschen, die dein wahres Selbst. Talia. Und die Menschen, die dein wahres Selbst hier nicht sehen wollen oder nicht haben wollen, die würde ich gar nicht mitnehmen in meine Zukunft oder in mein Leben, ne? Weil nur das Authentische, das zählt, dass man authentisch ist, wie man ist, kann sich auch hier um dein Gegenüber handeln, ne? Dass er noch vielleicht auch noch so ein paar Masken trägt. Aber guck auch mal bitte bei dir, wo trage ich noch Masken in meinem Leben? So, dann haben wir hier noch das Engel und die Engel und Ahnen von Kai Quay. Ne, übrigens, so tolle Karten, also ich musste die mir jetzt auch besorgen. Und da haben wir jetzt erstmal hier die Lady. Ne? Die Lady, die sagt zum Beispiel, genieße das Wachstum und ernte Belohnungen. Ja, Wachstum, das sage ich doch. Man arbeitet hier an einer Sache mit den sieben der Münzen und kann diese Äpfel oder hier auch diese Münzen, diese Sicherheit auch ernten dann, ne? Also genieße dein Wachstum und ernte auch hier die Belohnungen, ne? Du siehst ja, wie diese Frau hier diesen Apfel geerntet hat, ne? Und das steht, also diese Blume, die steht für mich jetzt auch so für einen Frieden und für eine Harmonie, dass man sich auch gut fühlt mit dieser Sache. Dann geht es hier um den Krieger, sei furchtlos und standhaft. Ja, wenn dir eine Situation im Wochenende zukommt, dann bekämpfe diese Situation nicht, aber steh dazu, sei standhaft, sei stolz und ziehe hier einfach los. Ne? Sei standhaft in deinen Punkten, die du für dich hier, ja, die du für dich hier einfach reinbringst. Und dann haben wir hier noch den Wasserhüter. Übrigens ein sehr, sehr wunderschönes Bild und eine wunderschöne Frau. Und der Wasserhüter sagt, verbinde dich mit deinen Emotionen. Ja, am Wochenende ist es, also mir kommt jetzt mit dem Bild so eine richtig schöne und so eine richtig klare und liebevolle Energie rein. Ja, man sieht ja auch, wie die Frau guckt. Die ist so, die guckt einen nicht an, sondern die guckt so ein bisschen weg und das sieht so aus, so ein bisschen wie, ach, ich lasse mich so in die Gefühle reinfallen. Ich denke über die Gefühle so nach. Ich lasse mich einfach fallen in die Emotionen, ja. Und das möchte dir der Wasserhüter jetzt hier sagen. Lass dich hier am Wochenende in deine Emotionen fallen, dann sei furchtlos und standhaft und dann kannst du Wachstum genießen und auch Belohnungen. Ja, also das ist eine ganz, ganz tolle Wochenendenergie, meine Lieben. Und ich wünsche diese Wochenendenergie wirklich jeden Menschen hier, ne? Außer diese schweren Zeiten. Aber die schweren Zeiten werden rausgehen, ne? Weil du das lösen tust, ganz einfach. Und weil du dich auch hier von diesen Enttäuschungen und Verrat aus der Vergangenheit hier endlich mal befreist. Genau. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz wundervolles Wochenende, eine ganz, ganz schöne kommende Zeit. Denkt dran, das ist ein allgemein Orakel, ist nicht für jeden, aber hier sind vielleicht auch ganz, ganz wichtige Impulse fürs Wochenende für dich, die hier für dich relevant sein können, ne? Mal gucken, morgen ist ja Samstag, da gebe ich noch ein Er und ein Du wieder rein, eine Spiegellegung. Und mal gucken, was ich so die Zeit noch damit reingebe. Vielleicht noch ein paar Shorts oder ein paar kleine Kurzbotschaften. Ihr könnt natürlich auch unter dem Video kommentieren, wenn ihr so denkt, okay, Freya, du könntest vielleicht mal hier drauf gucken, wann findet ein nächstes Treffen statt oder findet überhaupt ein nächstes Treffen statt? Wie wird das Treffen ausgehen? Oder wie fühlt oder denkt mein Herzensmensch? Ne? Also solche Sachen könnt ihr mich auch fragen. Da lege ich mal ein Kurzorakel und da können wir mal auch schnell reinschauen. Ne? Wenn ihr das gerne wünscht, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Ne? Ja, ich freue mich auch über Abos, Likes und liebe Kommentare von euch.
Na? Und somit gebe ich jetzt hier den Weg frei ins Wochenende für euch. Habt ein tolles Wochenende. Ciao.